Herr Landeshauptmann, der Festumzug wird zum Höhepunkt des Gedenkjahres. Es hat rund um den Festumzug ja doch verschiedene Positionen in der SPÖ gegeben. Der Klubobmann war unter anderem auch dafür, dass man den Festumzug gar nicht macht. Wie sieht jetzt die Situation für die SPÖ Tirol hinsichtlich des Gedenkjahres aus? Danke, Herr Herrmann, zunächst für die Einladung. Nun, grundsätzlich muss man zu diesem Gedenkjahr natürlich feststellen, dass eigentlich damals die Erhebung Tirols gegen die Bayern und die Franzosen kein wirklich wichtiger Punkt in der Entwicklung Tirols, Europas und auch Österreichs war, weil für unsere Geschichte oder die Fortführung der Geschichte es keine wichtigen Auswirkungen für die Staatsbildung und dergleichen hatte. Was uns missfällt, ist, wenn man dieses Ereignis dann immer in Zusammenhang mit den weiteren weltgeschichtlichen Entwicklungen bringt, wie den Teilungen der Landesteile Nord- und Südtirol oder den Optionsvereinbarungen dann unter Hitler-Mussolini, weil die hatten mit der Erhebung Tirols nichts zu tun. Und wenn dann dieser Festumzug immer so ein nach rückwärts gerichteter chauvinistischer Akt wird, das wollen wir nicht. Und daher haben wir Sozialdemokraten sehr energisch darauf aufmerksam gemacht, dass wir nichts damit zu tun haben wollen, wenn dieser Festumzug zu diesem Thema missbraucht wird von einigen Radikalen mit Duldung der Veranstalter. Die Veranstalter haben sich dann Gott sei Dank sehr dezidiert von dieser Entwicklung distanziert. Sie haben Kohl sowie auch Landeshauptmann Günther Platter dezidiert eingefordert, dass sich hier irgendwelche extreme Kräfte von ihren Vorhaben verabschieden müssen, dass es nicht zu einem derartigen chauvinistischen Akt missbraucht werden soll. Und damit sind wir nun einverstanden und wollen ein traditionelles Fest hier auch gerne mitfeiern. Die SPÖ hat natürlich sehr viele Interessen zu vertreten, Arbeitnehmer, Jugendliche, Frauen. Ist diese Struktur im Zeitalter der modernen Technologien und im Zeitalter, wo Bürgerbewegungen immer größere Bedeutungen haben und eigentlich nicht diese Masse vertreten müssen, ist diese Parteistruktur noch zeitgemäß? Ich denke sehr wohl, weil letztendlich wird es auch bei noch mehr Individualisten in unserer Gesellschaft wichtig sein, dass eine Gesellschaft zusammenhält, dass die wichtigen Themen Krankenversorgung, Daseinsvorsorge, auch die Arbeitsmarktpolitik gemeinsames Interesse sein müssen, dass es hier gemeinsame Strategien braucht und die sind am besten bei der Ideologie der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen aufgehoben. Davon bin ich nach wie vor überzeugt und daher ist die SPÖ eine sehr gute Heimat für all diese Interessen und für die Menschen, die hier etwas weiterbringen wollen. Und daher zweifle ich nicht daran, dass es nach einem kurzen Tief für die SPÖ im letzten Jahr jetzt wieder stetig bergauf gehen wird und dass wir wieder gute und großartige Wahlerfolge wie schon 2003 einfahren werden. Stichwort Ergebnis, wie geht man mit einer Gemeinde wie Telfs um? Da gibt es einen SPÖ-Kandidaten und dann gibt es einen sehr bekannten Kandidaten, der auch mit der SPÖ was zu tun hat und eine Namensliste macht. Unterstützt dann die Landespartei beide Listen oder wie verhaltet man sich da? Ja, warum sollten wir das anders machen wie politische Mitbewerber auch, die mit 3, 4 Listen zur Gemeinderatswahl antreten, als Bauernbund, als Wirtschaftsbund, als AAB-Liste, als Bürgerliste und vielleicht noch nur als junge ÖVP-Liste, was ich ja alles in meiner Gemeinde auch schon erlebt habe. Warum sollte eine SPÖ nicht mit mehreren Listen oder eine SPÖ-nahe Liste nicht auch antreten können? Da geht es nämlich um unser Wahlsystem. In der Tiroler Gemeinderatswahl ist es möglich, dass Listen miteinander koppeln. Damit verhindern sie, dass Stimmen, die nach der Erreichung eines Mandates eigentlich überflüssig sind, wegfallen, sondern einer anderen Liste zugerechnet werden können. Und das macht die ÖVP seit Jahrzehnten schon erfolgreich und sammelt so sehr viel im großen Wählerteich. Wir haben das immer vernachlässigt, aber was die ÖVP kann, können wir lange auch schon. Herr Landesparteivorsitzender, sage ich danke für das Gespräch und ich glaube, wir werden uns demnächst wiedersehen. Herr Herrmann, ich danke auch für die Fragen und möchte mich bei den Zusehern recht herzlich verabschieden.